Kapitel 2 Officer G von Metro Village Feldsicht. Für die nächsten Tage konnte ich eigentlich nichts Bedeutendes tun. Die meiste Zeit lag ich einfach im Bett, versuchte zu schlafen und sprach seltener mal mit meinem neuen Freund. Er konnte mir viele bedeutende Dinge über diese Welt erzählen. Ich versuchte außerdem auch noch einmal, Fanda dazu zu bringen, mir etwas über sich selbst zu erzählen. Allerdings weigerte er sich weiterhin, mir irgendetwas zu erzählen, was ich noch nicht wusste. Es war ziemlich enttäuschend für mich, aber ich konnte es ihm wohl nicht übel nehmen. Was auch immer in seiner Vergangenheit geschehen sein muss, es muss schrecklich gewesen sein. Außerdem kennt er mich ja kaum. Auch wenn ich diesen Fakt definitiv noch ändern wollte. Aber wie sollte er mich überhaupt besser kennenlernen, wenn ich mich selber nicht einmal kannte? Trotz allem sprachen wir häufiger mal miteinander und ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns zumindest etwas näher kamen. Ich kann allerdings auch nicht sagen, wie er das Ganze wahrnahm. Fanda ist ein sehr ernstes Pokémon und scheint oft in Gedanken versunken zu sein. Teilweise mache ich mir wirklich Sorgen. Auch wenn ich nicht genau wissen konnte, weshalb, fiel mir oft auf, dass er eindeutige Anzeichen, die auf Depressionen hinweisen, hatte. Sollte diese Theorie meinerseits stimmen, würde das auch noch einmal untermalen, was ich bereits vermutete. Irgendetwas war in seiner Vergangenheit geschehen, das ihn fürs Leben geschädigt hatte. Etwa eine Woche später schaffte ich es wieder zu laufen. Fanda wirkte davon deutlich erstaunter als ich selber. Das ist wirklich ungewöhnlich. Nach dem, was Darkrai dir angetan hat, wäre es normal, wenn du mindestens einen Monat brauchen würdest, um wieder laufen zu können. Und das auch nur mit Glück. Am wahrscheinlichsten ist es jedoch, dass ein Pokémon, das von Darkrai angegriffen wird, nie wieder laufen könnte. Natürlich, falls es überlebte. Noch am selben Tag entschied er sich, dass es für mich Zeit wäre, den Police Officer zu treffen. Immerhin würde er, da ich immer noch fest entschlossen war, mich auf Fandas Seite zu stellen, so etwas wie mein Chef werden. Der Besuch bei ihm war auch der Grund für mich, zum ersten Mal seit meinem Erwachen Fandas Haus zu verlassen. In dem Moment, als ich aus der Tür trat, fehlten mir wirklich die Worte. Die Stadt war viel größer als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Fanda wirkte von meiner Reaktion sehr amüsiert, zumindest für seine Verhältnisse. Es kann einen wirklich umhauen, wenn man es zum ersten Mal sieht, aber du wirst dich bald daran gewöhnen. Aber für den Moment, willkommen in Metro Village. Mit 100 Einwohnern derzeit eine der aufstrebendsten Metropolen unserer Zeit. Als ich ihn darum bat, stimmte er zu, mich herumzuführen, bevor wir Officer Genyon, auch oft G genannt, besuchen würden. Und schließlich ist das hier unser Ziel, die Polizeiwache. Wenn du die Position eines der wichtigen Orte vergisst, fühl dich frei, mich zu fragen. Vielen Dank, Fanda, du bist wirklich eine riesige Hilfe für mich. Ich glaube, der Moment, in dem er mir darauf antwortete, war das erste Mal, dass ich ihn jemals irgendwie fröhlich sehen konnte. Mit Freuden. Es ist meine Pflicht, anderen zu helfen. Also, bereit einzutreten? Ich nickte bloß. Im Inneren war die Polizeiwache deutlich moderner, als sie von außen aussah. Was von außen wirkte wie ein altes Gebilde, beinhaltete bereits in der Eingangshalle Unmassen an Technologien, die ich noch nie gesehen hatte. Viele Pokémon rannten wild durcheinander, offensichtlich sehr gestresst. Die meisten schleppten irgendwelche Papiere mit sich herum. Ein paar wenige stoppten kurz, um Fanda zu grüßen, gaben sich danach jedoch sofort wieder ihrer Hektik hin. Mich schienen die meisten nicht einmal zu bemerken. Ein paar wenige Minuten später erreichten wir eine stämmige Holztür. An ihr hing ein Schild, welches die Aufschrift Officer G trug. Fanda trat ohne zu zögern ein. Als wir beide den Raum betraten, sah das anwesende Pokémon nicht einmal in unsere Richtung. Er war gerade am Telefonieren und wirkte, sagen wir, weniger gut gelaunt. Seine freie Hand nutzte der Officer, um uns klarzumachen, dass wir uns setzen sollten, während er in das Gerät schrie. Während er so vor sich hinbrüllte, hatte ich die Chance, seine Spezies auszumachen. Er hatte eine raue, schuppige, blaue Haut und einen großen Mund.
Heute weiß ich, dass diese Spezies den Namen Kanimani trägt. Zumindest ist es das, was Fanda mir erzählt hatte. Der Raum war dekoriert mit Unmengen von Fotos. Auf ihnen waren teilweise Bilder von sehr gewalttätig aussehenden Pokémon. Auf der anderen Seite war eine ganze Wand voller Auszeichnungen und Medaillen. Als ich das sah, wusste ich bereits, dass mein neuer Chef auf jeden Fall ein guter Polizist war. Als er jedoch erneut ins Telefon schrie, machte ich mir Sorgen, er könne vielleicht etwas unhöflich sein. Einige Minuten vergingen noch, bevor er sprach: "Nein, das ist mein letztes Wort. Leb damit oder du bist gefeuert. Ist das klar?" Er knallte den Hörer geradezu auf den Tisch und stöhnte. Als er endlich mit seinem Prozedere fertig war, wandte er sich an uns. Ansehen tat er uns aber immer noch nicht. Dafür waren wir ihm wohl nicht wichtig genug. Er starrte einfach an die Decke. "Also, was wollt ihr von mir? Ich hab mehr als genug zu tun, also macht's schnell." Ich wusste nicht ganz, wie ich mit dem grimmigen Pokémon umgehen sollte. Fanda schien jedoch eine Ahnung zu haben. "Ich weiß, dass du gestresst bist, aber es gehört sich trotzdem, sein Gegenüber zumindest anzuschauen, G." Endlich löste der Officer seinen Blick von der Decke und warf einen wütenden Blick zu Fanda, bevor er ihn erkannte. "Ach, du bist es, Fanda. Du warst schon lange nicht mehr hier. Ich hatte schon langsam vermutet, du wärst verschwunden." "Da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich bin immer noch hier. Ich musste wichtige Dinge erledigen." Zum ersten Mal, seit ich das Gebäude betreten hatte, sah mich tatsächlich jemand an. "Ich sehe schon, was los ist. Du hast wieder einen von ihnen erwischt, nicht? Also spuck aus, Mädchen. Was war dein Drecksjob?" Die Art, wie das Kanimani mich anstarrte, beunruhigte mich dezent. Fanda stellte klar, weshalb ich wirklich hier war. Nein, da liegst du falsch, G. Sie gehört nicht zu den Sklaven." Auch wenn er sich offensichtlich etwas beruhigte, sah er mich immer noch seltsam an. "Wenn es so ist, warum hast du sie dann hergebracht? Ich will auch im Kampf gegen die Sklaven helfen." Der Ausdruck des Polizisten änderte sich schnell. Erst wirkte er verwirrt, bevor er in Gelächter ausbrach. "Das ist wirklich ein klasse Gag. Nach all der Scheiße diese Woche habe ich den Lacher gebraucht. Was das dann? Ich habe gerade keine Zeit für..." Als er die Gesichter von mir und Fanda sah, stoppte er. Warte. "Ihr meint das ernst, oder?" "Ja, das tun wir. Hast du ein Problem damit?" Die Heiterkeit verschwand wieder aus seinem Gesicht. "Ja, natürlich habe ich das, Fanda. Du von allen musst doch wissen, dass wir hier nicht einfach jeden mitmachen lassen können. Wir brauchen starke Kämpfer, nicht irgendwelche dahergelaufenen Mädchen. Du darfst natürlich nicht beitreten." Ich hatte ehrlich gesagt nicht mit dieser Antwort gerechnet, daher war ich zunächst ziemlich schockiert. Fanda behielt jedoch die Ruhe. "Sie ist besonders, G. Ich kenne die Regeln und hätte sie nicht hergebracht, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sie in unsere Gruppe gehört. Sie ist anders als andere. Ich habe sie vor etwa 3 Wochen verwundet und bewusstlos im Wald gefunden. Ich habe sie gepflegt, damit sie sich wieder erholt. Und ich habe die Wunden gesehen, die sie hatte." Wieder kehrte Sorge in seinen Blick zurück. "Sie wurde nicht einfach von irgendeinem Schergen angegriffen und verletzt, wie viele andere. Sie wurde von der Energie der Nacht selbst verwundet. Es muss Darkrai gewesen sein, der versucht hat, sie zu töten." Wieder starrte G mich an. "Darkrai hat sie angegriffen. Der Darkrai. Warum sollte er das tun?" Das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Als ich bei Fanda zu Hause wieder aufgewacht bin, waren all meine Erinnerungen verschwunden." Im Blick des Kanimani zeigte sich keine Spur von Glauben oder Vertrauen. "Also fassen wir zusammen. Ihr beiden kommt hierher und stört mich bei der Arbeit, um mir zu erzählen. Das Darkrai, der große Anführer und Gründer der berüchtigten Sklaven der Finsternis und der größte Feind der Gesellschaft selbst, persönlich versucht hat, dieses kleine Vulpix hier zu töten und es nicht geschafft hat. Dummerweise könnt ihr mir allerdings nicht sagen, weshalb er dich angegriffen hat, weil du zufällig all deine Erinnerungen verloren hast. Glücklicherweise konntest du dich, abgesehen davon, innerhalb einer einzigen Woche nach deinem Erwachen wieder von deiner Nahtoderfahrung erholen."
Ich sah nervös in Richtung Fanda, dessen Gesicht jedoch wie so oft nichts verriet, bevor der Officer weitersprach. Das ist verdammt cool. Endlich passiert mal was Spannendes in dem Laden. Du bist dabei, Mädchen. Nun war ich wohl an der Reihe, damit verwirrt zu sein. Was, dachtest du, ich würde euch nicht glauben? Ich sag dir eins, Mädchen. Wenn ich meinen eigenen Leuten nicht vertrauen würde, könnte ich auch gleich den Sklaven beitreten. Wenn Fanda sagt, dass es wahr ist, glaube ich euch das. Und weil ich weiß, dass es wahr ist, will ich definitiv wissen, was zur Hölle du getan hast, um Darkrai so anzupissen. Außerdem, wenn ich dich nicht mitmachen lassen würde, würdest du mit Darkrai an deinen Fersen wohl kaum überleben. Ich war wirklich überrascht und glücklich darüber, dass G mich tatsächlich akzeptiert hatte. Vielleicht auch etwas arg glücklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz warum, aber ich war einfach glücklich und fiel Fanda um den Hals. Als ich bemerkte, was ich getan hatte, stieß ich mich von ihm ab. Er sah mich sehr verwirrt an und lief etwas rot an. Und ich kann es zwar nicht sicher wissen, aber ich tat sehr sicher dasselbe. Der Officer begann zu lachen. Wenn ihr beiden euch so gut versteht, dann arbeitet ihr zusammen. Für heute ruht ihr euch noch einmal aus. Ab morgen wirst du Fanda im Kampf gegen die Sklaven assistieren. Da du heute erst beigetreten bist, hast du logischerweise keine Erfahrung und bist noch ein niedriges Mitglied. Da Fanda einen höheren Rang hat als du, wirst du ihm assistieren. Er wird dein Chef sein, bis du reif für eine bessere Rolle bist. Geht klar, Boss, das mache ich. Der Officer lachte einfach wieder. Du musst mich nicht Boss nennen. Nenn mich einfach Officer Ganyan, so wie jeder andere. Oder Officer G, das bevorzuge ich persönlich. Fanda stieß mich in die Seite. Komm mit, wir sollten G seine Arbeit weiterführen lassen. Kaum hatte er ausgesprochen, klingelte das Telefon erneut. Und G verabschiedete sich kurz, bevor wir gingen.